Kochen 5.7.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Salat mit grünem Spargel, Reisbandnudeln und Thai-Fenikrette aromatisch für 4 Portionen 250 Gramm Reisbandnudeln Salz und Fenikrette, 50 Milliliter Limettensaft plus 20 Gramm Rohrzucker 2 msp. Cayennepfeffer plus 40 ml milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu plus 35 ml ungeröstetes Sesamöl, Klammer auf alternativ, mildes Olivenöl, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss, großes Stück Ingwer und Salat, 750 Gramm grüner Spargel, 1 und Radieschen, Klammer auf ca. 300 Gramm, Klammer zu, 2 und Koriander, Klammer auf ca. 40 Gramm, Klammer zu, plus 60 Gramm, geröstete und gesalzene Erdnüsse und auf Wunsch, Koriander für die Garnitur. Erstens Nudeln nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser garen, in Sieb abgießen und abkühlen lassen, Klammer auf, Esstipp, Klammer zu. In Zwieschen für die Fenikrette Limettensaft, Zucker, Cayennepfeffer, Sojasauce und Öl, in großer Salatschüssel verrühren. Knoblauch schälen und dazu pressen. Ingwer schälen, fein reiben und unter die Fenikrette rühren. Zweitens für den Salat Spargel waschen, unteres Drittel falls holzig schälen, holzige Enden abschneiden und Spargel sehr schräg in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Spargel in die Salatschüssel geben und mit der Fenikrette vermischen. Circa 10 Minuten durchziehen lassen. Radieschen putzen, waschen und in feine Scheiben schneiden. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Erdnüsse ebenfalls grob hacken. Radieschen, Koriander, die Hälfte der Erdnüsse und die Nudeln, unter den Spargel heben. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Salat auf 4 Schalen portionieren und mit restlichen Erdnüssen bestreuen. Auf Wunsch mit Koriander garniert servieren. Dauer, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 472 Kilokalorien, 1970 Kilojoule, 11 Gramm EW, 66 Gramm KH, 18 Gramm F, 6 BE. Kuchenips größer als Sie können die Nudeln auch gut vorbereiten. Dann empfiehlt es sich, sie nach dem Abgießen abtropfen zu lassen und in etwas Sesamöl zu schwenken. So trocknen sie nicht aus und kleben nicht zusammen. Größer als der Salat schmeckt auch am nächsten Tag noch sehr lecker. Größer als mischen Sie zusätzlich noch angebratene und mit Sojasauce abgelöschte Tofuwürfel unter den Salat. Spargelgemüsekisch mit Dinkelvollkornboden schmeckt warm und kalt. Über eine Kischform 0,26 cm bzw. 8 Stücke Elch, 90 Gramm kalte Butter, 225 Gramm Dinkelvollkornmehl, 1 Ei Salzbelag, 200 Gramm TK-Erbsen, 600 Gramm weißer Spargel, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 100 Gramm rote Paprika, 125 Gramm braune Champignons, 200 Gramm cremefreiche 3 Eier, 50 ml Milch, schwarzer Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm geriebene Gouda oder Edamame, außerdem 1 Kisch oder Springform 0 ca. 26 cm Lett für die vom Kischform fetten. Für den Teig Butter ca. 1 cm großwürfeln D mit Mehl Ei, 2 Esslöffel kaltem Wasser und 1,5 Teelöffel Salz in eine Schüssel geben. Mit den Händen zu homogenem Teig verkleinern als eten. Teig mit den Fingern in die Form drücken, dabei einen minus 31 durch 2 minus 3 cm hohen Rand formen. Teigboden mit Gabel mehrfach stechen und ca. 30 Minuten kühl stellen. 7. Über den Belag Erbsen in Sieb antauen lassen. Reichlich Salz, 30er in mittelgroßem Topf zum Kochen bringen. Inzwischen jetzt Agelwaschen schälen, holzige Enden abschneiden und in 3 durch 5 cm lange Stücke schneiden. Spargel ins kochende Wasser isen und je nach Dicke im geschlossenen Topf ca. 4 bis 6 Minuten mittlerer Hitze bis fest blanchieren. In Sieb abgießen, kalt abbrausen. Drittens Paprika waschen, putzen, vierteln entkernen und viertel ca. 1 cm großwürfeln. Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern, je nach Größe gegebenenfalls halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Backofen auf 190, Klammer auf Umluft 170, Klammer zu, vorheizen. Viertens für den Gusk und eine freiche Eiermilch, eine türkische Lira Salz und ein Viertel Teelöffel Pfeffer in eine Schüssel geben.
Knoblauch schälen und dazu pressen. Mit Schneebesen verrühren, anschließend Käse, Spargel, Champignons, Paprika und Erbsen, untermischen und alles auf dem Mürbeteigboden verteilen. Kisch ca. 55 Minuten goldgelb backen. Vorm Anschneiden mindestens 10 Minuten ruhen lassen. Dauer 1 Stunde 45 Minuten, Klammer auf inklusive 55 Minuten Backzeit, 20 Minuten Wartezeit, Klammer zu, pro Stück, ca. 390 Kilokalorien, 1630 Kilojoule, 14 Gramm EW, 25 Gramm KH, 26 Gramm F, 2 BEKU, Klammer auf 1 bis 1 Newton. Tipp: größer als alternativ zu weißen Spargelstangen können Sie auch Spargelspitzen verwenden. Dabei entfällt je nach Sortierung das Schälen und Sie können die Menge auf ca. 400 Gramm reduzieren. Die Quiche schmeckt auch toll mit grünem Spargel. Verwenden Sie getrocknete Tomaten statt Paprika. Tagliatelle in feiner Möhren-Estragon-Schnittlauchsoße, französisch inspiriert für 4 Portionen. 400 Gramm Tagliatelle, Salz, 60 Gramm Parmesan oder kräftiger Bergkäse am Stück, 750 Gramm Möhren, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 2 bis 3 Knoblauchzehen, 3 und Schnittlauch, Klammer auf ca. 60 Gramm, Klammer zu, 2 bis 4 cm. 10 cm lange Stiele Estragon, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 3 Esslöffel Bratöl, 200 Gramm Schmand schwarzer Pfeffer, erstens Nudeln nach Packungsanleitung, in ausreichend Salzwasser al dente garen, in ein Sieb abgießen, dabei ca. 300 ml Kochwasser auffangen, Nudeln tropfnass zurück in den Topf geben und im geschlossenen Topf warm halten, zweitens inzwischen Käse fein reiben. Möhren schälen und grob reiben, Knoblauch schälen, Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln, Schnittlauch in feine Röhrchen schneiden, vom Estragonblättchen abzupfen und fein hacken. 28 köstlich vegetarisch 3 2019 drittens Öl in große Pfanne erhitzen und Möhren darin ca. 3 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Nach 2 Minuten Knoblauch dazu pressen, mit 200 ml Kochwasser ablöschen. Schmand unterrühren, Estragon und die Hälfte des Schnittlauchs zufügen, mit ca. Tl Salz und Pfeffer abschmecken, gegebenenfalls restliche 100 ml Kochwasser einrühren, bis die Soße eine cremige Konsistenz hat, Soße und Käse zu den Nudeln geben und gut vermischen, alles pikant mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf 4 Teller portionieren und mit restlicher Hälfte des Schnittlauchs bestreut servieren. Dauer, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 666 Kilokalorien, 2790 Kilojoule, 20 Gramm EW, 83 Gramm KH, 27 Gramm F, 7 BE. Kuchenips größer als das Gericht schmeckt auch mit Zucchini statt Möhren. Braten Sie diese 1 Minute an, bevor der Knoblauch hinzukommt. Größer als bei französischem Estragon reichen auch 2 Stiele, da dieser sehr aromatisch ist. Gebackene Zucchini-Bote mit Grünkernkräuterfüllung und Tomatenkerbelsoße. Vollwertig für 4 Portionen. 7 Kini-Bote, 2 türkische Lire Gemüsebrühepulver plus 200 Gramm Grünkernschrot, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 4 mittelgroße Zucchini, Klammer auf ca. 250 Gramm, Klammer zu, 150 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen plus 3 Esslöffel Bratöl, 2 und Schnitt. Ich Klammer auf ca. 40 Gramm, Klammer zu, plus 175 Gramm junger Gouda am Stück, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 1 Ei, 20 Gramm Kleinblatthaferflocken, Salz, schwarzer Pfeffer, 1 Esslöffel, Bratöl, 30 Gramm Tomatenmark, 1 Dose stückige, Arten, 400 Gramm, 1,5 Bund Kerbel, Klammer auf ca. 10 Gramm, Klammer zu, / 2 türkische Lire, Rohr, 7 / Vergleich die Zucchini-Bote 450 ml Wasser und Brühepulver, Chen, Grünkernschrot mit Schneebesen einrühren auf, ihn lassen und im geschlossenen Topf auf ausgeschalteter, Atte ca. 10 Minuten quellen lassen, in breiter Schüssel ihn und etwas abkühlen lassen, Zucchini waschen, längs unterstrich ihn und mit einem Teelöffel so aushöhlen, dass ein ca. unterstrich dicker Rand übrig bleibt, Fruchtfleisch zur Seite stellen. Nie Bote nebeneinander auf ein Backblech setzen
Unterstrichseite gestelltes Fruchtfleisch grob hacken. Zwiebeln. Knoblauch schälen. Zwiebeln feinwürfeln, 1/2 zusammen 4 Knoblauchzehe für die Soße zur Seite stellen. 2 Esslöffel Öl in Manne erhitzen. Restliche Zwiebeln zufügen, restliche Unterstrichzehe dazu pressen, Fruchtfleisch zugeben und Ten bei hoher Hitze anbraten, so dass möglichst viel Fruchtfleisch verdampft. Zucchinimasse etwas assen. Backofen auf 200 vorheizen. Drittens Schnittlauch kalt abbrausen, trockenschütteln, einige Stehen, Gel für die Garnitur zur Seite legen, den Rest in feine Röhrchen schneiden. Käse grob reiben und 1/3 zur Seite stellen. Restliche 2/3 Käse, Schnittlauch, Ei, Haferflocken, Zucchinimasse, 1/2 Teelöffel Salz und 1/4 Teelöffel Pfeffer zur Grünkernmasse geben und alles gut mit den Händen vermischen. Zucchini-Butter innen mit etwas Salz bestreuen, Grünkernmasse einfüllen und diese leicht anrühren, mit zur Seite gestelltem Käse bestreuen, 100 ml Wasser mit restlichem 1 Esslöffel Öl verrühren und auf den Boden des Blechs gießen, Zucchini-Butter ca. 30 Minuten backen, viertens inzwischen für die Soße Öl in kleinem Topf erhitzen. Zur Seite gestellte Zwiebeln zugeben, zur Seite gestellten Knoblauch dazu pressen und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Tomatenmark zufügen und ca. 30 Sekunden bei hoher Hitze mit anbraten. Tomaten, 1/4 Teelöffel Salz und 1 Sp. Pfeffer zugeben, umrühren, aufkochen und im geschlossenen Topf ca. 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Inzwischen Kerbel kalt abbrausen, trockenschütteln, 4 Stiele für die Garnitur zur Seite legen, Blättchen und zarte Stiele abzupfen und fein hacken. Zucker in die Soße rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kerbel unterrühren. Zucchini-Butter vorm Servieren ca. 5 Minuten ruhen lassen und mit Soße auf 4 Teller portionieren. Mit restlichem Kerbel garniert servieren. Dauer 1 Stunde 20 Minuten, Klammer auf inklusive 30 Minuten Backzeit, 5 Minuten Wartezeit, Klammer zu, pro Portion, ca. 469 Kilokalorien, 1960 Kilojoule, 27 Gramm EW, 45 Gramm KH, 20 Gramm F, 3 BE Cookvien Tipps größer als, sollten Sie keinen fertigen Grünkernschrot erhalten, können Sie sich diesen häufig im Bioladen schroten lassen. Größer als die Zucchini-Butter schmecken auch toll mit Ziegenrebopilär oder Ziegengouda. Romanesco-Quinoa-Pfanne mit Petersilien-Minz-Salsa. Neue Kombination für 4 Portionen Romanesco-Quinoa-Pfanne, 500 ml Gemüsebrühe, 2 Lorbeerblätter, 250 Gramm Quinoa, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 750 Gramm Romanesco, 200 Gramm rote Paprika, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel, Bratöl, Salz, 400 Gramm Kirschtomaten, 1 rote Chilischote Petersiliensalsa, 3 buntglatte Petersilie, Klammer auf ca. 60 Gramm Klammer zu, 3 bis 4 Stiele Minze, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Limettensaft, 4 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, außerdem 1 große, hohe Pfanne mit Deckel, Klammer auf alternativ, 1 Wok Klammer zu, auf Wunsch. Petersilie für die Garnitur, erstens für die Romanesco-Quinoa-Pfanne Brühe und Lorbeerblätter in mittelgroßem Topf aufkochen. Quinoa in Sieb heiß abbrausen, abtropfen lassen, in die Brühe einrühren und aufkochen. Im geschlossenen Topf ca. 20 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen und Quinoa ca. 10 Minuten quellen lassen. Lorbeerblätter entfernen. Zweitens inzwischen Romanesco putzen, in daumengroße Röhrchen zerteilen, waschen und abtropfen lassen. Strunk schälen und ca. 1 cm groß würfeln. Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und viertel in ca. 1x2 cm große Stücke schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln fein würfeln. Drittens Öl in große Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin ca. 3 Minuten, bei mittlerer Hitze anschwitzen, nach 2 Minuten Knoblauch dazu pressen, Romanesco, Paprika und etwas Salz zugeben und ca. 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, bis das Gemüse leicht gebräunt ist. Inzwischen Tomaten waschen und vierteln, Chili waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und sehr fein würfeln.
die Hälfte davon für die Salsa zur Seite stellen, den Rest mit den Tomaten und 100 ml Wasser zufügen. Alles umrühren und in geschlossene Pfanne ca. 5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen, so dass der Romanesco noch leicht bis fest ist. Viertens, inzwischen für die Salsa Petersilie und Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken und in eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und dazu pressen. 1/4 Teelöffel Salz, Limettensaft, 2 Esslöffel Wasser, Olivenöl und restliche Chili unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Quinoa mit der Gabel auflockern und zusammen mit der Hälfte der Salsa unter das Gemüse heben, alles nochmals mit Salz abschmecken. Gericht auf 4 Teller portionieren und zusammen mit der restlichen Salsa beträufelt und auf Wunsch mit Petersilie garniert servieren. Für 4 Portionen Unkuchen 200 Gramm Dinkelvollkornmehl, Salz 250 ml Milch, 3 Eier, ca. 2 türkische Lire Butter und Füllung, 500 Gramm Blattspinat, 250 Gramm Fiarstomaten, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, EL Butter, S1/2 und Liebstöckel, Klammer auf, ca. 10 Gramm. S-Tipp Klammer zu, S schwarze Pfeffers Y4TL Muskat plus 175 Gramm Bergkäse am Stück 1-2 Erdem, 1 beschichtete Pfanne 0,26 cm, eine Auflaufform ca. 20 x 30 cm Fett für die Form, über die Pfannkuchenmehl, 1/2 Teelöffel Salzmilch, 120 ml Wasser. Ein Ei in eine Rührschüssel geben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Circa 15 Minuten quellen lassen. Zwischen für die Füllung Spinat verlesen, waschen und puffen lassen. Tomaten waschen und vierteln. Zwiebeln und L71 Öllauch schälen und fein würfeln. Butter in großem Topf 2 Essen und Zwiebeln und Knoblauch darin circa 5 Minuten edlerer Hitze anschwitzen. Spinat zufügen und im losen Topf 3 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze, bis er zusammenfällt. Alles unterrühren im offenen minus 2 Minuten bei hoher Hitze weitergaren, bis die Flüss fast verdampft ist. Topf vom Herd nehmen und 3/4 der unterheben. Liebstöckel kalt abbrausen, trocken Blättchen abzupfen, einige für die Garnitur zur Seite, drittens weiter für die Pfannkuchen nach und nach je 1/2 Teelöffel, Butter in beschichteter Pfanne zerlassen und darin nacheinander 4 Pfannkuchen circa 1 Minute von jeder Seite bei mittlerer bis hoher Hitze goldgelb ausbacken. Backofen auf 200 vorreisen, Form fetten. Viertens weiter für die Füllung Käse grob reiben und 75 Gramm davon zur Seite stellen. Die restlichen 100 Gramm Käse gleichmäßig auf den 4 Pfannkuchen verteilen. Je 1/4 der Spinatmischung ebenfalls nacheinander darauf verteilen. Pfannkuchen aufrollen und längs nebeneinander in die Auflaufform setzen. Mit den restlichen 1/4 der Tomaten und dem zur Seite gelegten Käse bestreuen. Circa 15 Minuten gratinieren. Pfannkuchen halbieren, auf 4 Teller portionieren und mit zur Seite gelegtem Liebstöckel garniert servieren. Dauer, ca. 1 Stunde 15 Minuten, Klammer auf inklusive 15 Minuten Backzeit, Klammer zu, pro Portion, ca. 531 Kilokalorien, 2220 Kilojoule, 31 Gramm EW, 40 Gramm KH, 27 Gramm F. 3BE Liebstöckel sollte immer vorsichtig dosiert werden. Passt hier sehr gut. Wem das Liebstöckel-Aroma jedoch zu intensiv ist, der kann weniger verwenden oder stattdessen glatte Petersilie nehmen. Ein Glas weiße Bohnen 240 Gramm Abtropfgewicht, ein Glas eingelegte gegrillte rote Paprika 200 Gramm Abtropfgewicht, 1 bunt glatte Petersilie, Klammer auf ca. 20 Gramm, Klammer zu, 4 bis 5 Esslöffel Zitronensaft, 50 Gramm Walnusshälftensalz, 1/2 bis 1 Teelöffel Cayennepfeffer, 1/2 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, 1 türkische Lira Ahornsirup, 150 Gramm Manchego am Stück, Klammer auf spanischer Hartkäse,
Alternativ, Emmentaler oder Skamurzer, Klammer zu, 8 Weizen-Tortillas, ca. 0,20 cm, Klammer auf. Alternativ, Mais-Tortillas, Klammer zu, 2 Avocados, Klammer auf, ca. 400 Gramm, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, schwarzer Pfeffer. Außerdem, 2 Bogen Backpapier, 2 Backbleche auf Wunsch, Petersilie für die Garnitur, Bohnen in Sieb abgießen und kalt abbrausen. Paprika zugeben und beides abtropfen lassen. Petersilie kalt abbrausen, drucken, schütteln, Blättchen abzupfen, grob hacken und mit 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, Walnüssen, eine türkische Lira Salz, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und Ahornsirup in Mixbehälter geben. Bohnen. 2. Backofen auf 180 Umluft vorheizen. Käse grob reiben. Je eine Tortilla mit 2 Esslöffel Paprikabohnencreme bestreichen, dabei ca. 1 cm Rand lassen, mit etwas Käse bestreuen und zusammenklappen. Vorgang mit restlichen 7 Tortillas wiederholen. Je 4 Quesadillas nebeneinander auf mit Backpapier belegten Backblechen verteilen und ca. 2010 bis 15 Minuten backen. Drittens, inzwischen für die Guacamole Avocados längs halbieren, Kern herauslösen, Fruchtfleisch mit Esslöffel aus den Schalen lösen und in Mixbehälter geben. Knoblauch schälen, grob würfeln und zufügen. Restliche 2 Esslöffel Zitronensaft ebenfalls zufügen und alles fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzig abschmücken. Quesadillas gegebenenfalls halbieren und warm mit Guacamole und auf Wunsch mit Petersilie garniert servieren. Vegane Variante 0, verwenden Sie anstelle des Käses eine vegane Käsecreme. Verrühren Sie dazu 3 Esslöffel Cashewmus, 3 Esslöffel Hefeflocken, eine türkische Lira Salz, eine Prise Pfeffer und fügen Sie esslöffelweise Wasser zu, bis die Masse eine cremige Konsistenz hat. Die Cashewcreme kann dann in Klecksen auf die Füllung gegeben und die Quesadillas können wie beschrieben zubereitet werden.